20 Jahre heilpädagogisches Kinderhaus in Heilem, das ist Grund, in den Blick zu nehmen, für wen ihr da seid. Ihr arbeitet dafür, Kindern hier ein neues Zuhause zu geben, ihnen professionelle Hilfe zuteilwerden zu lassen, die Familien zu begleiten. Und das macht ihr mit sehr viel Engagement, sehr viel Kreativität auf sehr hohem Niveau. Wir kamen nach Stimmwede vor 20 Jahren, weil wir diesen Ort hier in Stimmwede-Haldem in der Zeitung gesehen haben, als ein mögliches Objekt, was man kaufen konnte. Wir sind ja in Celle geboren und als wir dann zwischen fünf und sechs waren, sind wir dann halt nach Haldem gezogen. Wir hatten eine Konzeption geschrieben, hatten uns mit dem örtlichen Jugendamt hier verständigt. Die Konzeption haben wir rumgeschickt und so haben wir eben am 1. August zwei Jungs aus Leipzig abgeholt. Es war ganz aufregend. Ich weiß noch, es war so, als wenn ein ganz großer Besuch kommt. Die beiden Jungs waren entsprechend unterschiedlich. Einer gut, wohl, fröhlich aus einem Kinderheim in Leipzig und der andere Junge direkt von zu Hause mit einer Badehose und Badelatschen bekleidet und einer Tüte voller DVDs. Ja, das war halt total aufregend. Ne? Ich meine, wenn man dann halt irgendwie auf einmal dann nicht mehr zu zweit ist, sondern zu viert oder zu fünft. Einmal hat man zwei große Brüder noch. Ja. Also das war meinen Kindern nicht unbekannt, weil Kinder aus Einrichtungen bei uns zu Hause waren normal. Das war auch schon in meinem Elternhaus normal. Der ganze soziale Hintergrund kam dann halt auch so daher. Ich glaube, dass mein Vater dann halt auch einfach mal eigene Strukturen, die er im Hinterkopf hatte, umsetzen wollte. Ich war schon der Auffassung seinerzeit, dass man anders mit Kindern zusammenleben kann, als wie das in meinen vorherigen Arbeitsbezügen war. Dass man wirklich sagte, man will einfach mit Kindern zusammenleben, man möchte ihn im Familienhaushalt haben und gucken, dass man deren Lebensbezüge besser aufstellen kann. Vor 20 Jahren kannte kaum einer das heilpädagogische Kinderhaus in Stimmwede. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist es doch wesentlich bekannter geworden. Vorher hat der Pan alles ganz alleine gemacht und ich bin dann als Halbtagskraft dazugestoßen. Am 1.4.2000 spricht der Pan immer noch von, weil damals noch nicht alles so genau eingerichtet war. Es lag noch alles kunterbunt durcheinander. Es war klein und familiär. Dann kam irgendwann auch Dielingen dazu, das Kinderhaus. Und dann irgendwann wurde es so, dass es dann immer größer wurde und immer mehr dazu kam. Vorher war das mehr so eine kleine Lothar-Pannen-Firma. Ein Kinderhaus-Pannen, so nannte man das ja auch hier. Und zwischenzeitlich ist das ja dann auch eine Organisation geworden, die auch einen Gesellschafter hat, einen Verein hat, Interessensgruppen auch hat, die man alle versuchen musste, inklusive der Mitarbeiter und auch der Kinder, ja, unter einem Dach zu kriegen. Man ist natürlich auch wahnsinnig stolz einfach so auf die Entwicklung und man freut sich natürlich auch für Papa, aber einfach so, dass wir das so geschafft haben als Familie, aber dann natürlich auch mit den Kindern zusammen und dass halt auch alle auch immer wieder gut dabei waren und auch einfach gesagt, sich halt auch wohlgefühlt haben und sich das halt auch so entwickeln konnte. Wie ich 2000 angefangen bin, waren es so circa 23 bis 25 Bewohner, die wir im Kinderhaus hatten und das ist rasant gewachsen. Wir haben jetzt so circa 100 Bewohner. Wenn ich noch dran denke, wie wir das 10-jährige Betriebsjubiläum hatten und jetzt das 20-jährige, das war schon ein gravierender Unterschied. Die gravierendste Veränderung, glaube ich, war 2009, wo aus dem Privatgewerblichen dann eine gemeinnützige Einrichtung sich gegründet hat. Dort waren die gesamten Zusammenhänge anders zu leben und auch zu verstehen. Man musste viel mehr auch im betriebswirtschaftlichen Bereich gucken. Was ich so vermisse, ist die Nähe zu den Bewohnern. Dann kamen die Kinder mal reingelaufen auch. Wir hatten unser Büro damals ja auch an der Bohmter Straße neben dem Kinderhaus. Und wenn die dann so mal reingeflitzt kamen, das war eigentlich immer so was Persönliches, das war sehr schön. Dass man solche Dönekens, die man früher gemacht hat, heute nicht mehr machen kann, das vermisst man schon. Dass wir im zweiten Jahr uns einen Esel auf dem Brokumer Markt gekauft haben, dass wir diesen Esel in unseren MBF 100 hinten reingestellt haben und der Esel über die letzte Bank mit seinem Kopf hing. Den Bruno. Und der Bruno ist irgendwann leider vors Auto gelaufen. Wir wussten aber nicht, dass der Bruno die Dixie vorher geschwängert hatte. Und so haben wir einen Muli bekommen, den Herkules. Ja.
auch ein Highlight. Da kam Iris morgens, sie sollte, glaube ich, nur Eier aus dem Hühnerstall holen, kam so rein und sagte, wir haben ein neues Schaf auf der Wiese. Alle raus, war kein Schaf, war ein Muli. Ja, also man würde ja schon ganz gerne jeden Tag morgens wieder die Kinder wecken und die Kinder zur Schule bringen. Das ist schon ein Vergnügen der besonderen Art gewesen. Gleichwohl glaube ich auch, dass die Position, wo man heute sitzt, wichtig ist, dass man sie ausfüllt und dass sie man ausfüllt mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Gleichwohl kann ich auch heute nicht mehr tauschen mit unseren hiesigen Mitarbeitern. Das würde ich, glaube ich, nicht mehr hinkriegen und bewundere das auch, wie die das hinkriegen. So mittendrin zu sein und mitten da zu sitzen, das ist klasse. Als Vereinsmitglied und als Mitglied des Vorstandes der Lebensperspektiven ist es mir auch eine ganz besondere Freude, zum Ausdruck zu bringen, dass 20 Jahre nicht nur uns mit Stolz erfüllt, dass 20 Jahre erfolgreich für Kinder, für Jugendliche hier in Haldem und in der Region Angebote da sind, die diesen Kindern Chancen geben, damit sie Chancen in ihrem Leben haben später, in ihrem Erwachsenenleben. Den Kindern zu helfen und den Kindern ein schönes Zuhause zu geben. Das ist für mich der Wert der Arbeit. Das Logo ist das Tragen der Kinder, das Beschützen der Kinder, wo wir eben im Logo selber die schützende Hand Gottes gezeichnet haben. Wir sind geprägt von Vergebung, von Liebe und von Glauben. Das Kinderhaus bedeutet für mich heute immer noch ein Stück Zuhause und ein Stück Heimat, wenn ich zum Beispiel Weihnachten nach Hause komme, freue ich mich immer, wenn wir noch alle zusammen uns am Kino sehen oder zusammen durch den Berg laufen. Also das ist immer noch, gehört noch dazu, gehört auch zur Familie noch dazu. Ich glaube einfach, dass wir durch die Größe der Einrichtung deutlich mehr Angebote an die Kinder, die zu uns kommen, geben können. Wir sind häufiger in den Kinderhäusern auch an Grenzen gestoßen in der Betreuung und durch viele individuelle Angebote, heute zum Beispiel das Draußenwohnen oder auch das Freizeitangebot, was wir dann haben, ermöglichen uns sehr viele pädagogische Freiheiten. Wir können dort viele Grenzen überwinden, wir können dort für Kinder mehr Angebote unterbreiten, sodass es weniger zu Abbrüchen kommt. Ich wünsche mir für die weitere Entwicklung, dass wir weiter vorangehen, dass es auch weiterentwickelt wird, genauso wie in den 20 Jahren zuvor, dass das Kinderhaus vor allen Dingen erhalten bleibt. Und wir hoffen, dass wir in 20 Jahren noch einmal uns zusammenfinden können und sagen können, ein weiteres Jubiläum ist fällig und wir freuen uns darauf sehr und auf weitere gute Zusammenarbeit natürlich, dass alle Mitarbeiter davon profitieren können, von diesem Erfolg, die Stiftung Heilpädagogisches Kinderhaus in diesen 20 Jahren aufzuweisen hat.